Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Wir sind beim letzten Mal hier im Wüstenpalast gewesen, haben uns verschiedene Lampen angeschaut bzw. aktiviert und wir sind jetzt kurz davor, einen Bosskampf zu haben. Leider ist es schon ziemlich lange her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ich hoffe aber einfach mal, dass wir hier lang müssen. Ich hatte gerade eben schon mal angefangen aufzunehmen und dachte mir, ja, jetzt gehen wir da lang und da lang. Und dann waren wir dort und dann war es absolut falsch. Und dann dachte ich mir, komm, wir machen es nochmal ganz neu. Nee, also ich denke mal, dass wir hier lang müssen. Es sieht doch schon ziemlich böse aus. Moment, habe ich jetzt hier eigentlich alles? Nicht, dass ich hier irgendwas vergesse und deswegen irgendwie abkratze oder so. Nee, aber sieht gut aus. Wir werden mal die Kerze hier anzünden. Alarm, Alarm, Eindringlinge entdeckt. Eindringlinge umgehend eliminieren. Von Überwachungsmodus auf Angriffsmodus schalten. Hä? Die Stimme Kujas war dies aber nicht. Wer da? Stelle dich meinem Schwert. Guti, werden wir mal gucken, was wir hier Schönes machen können, beziehungsweise was wir jetzt hier vor uns haben. Und zwar ist das... was wird das sein? Ich weiß es nicht. Aber wir können ja gleich mal gucken. Verteidigungssysteme steigen. Elfenperlen werden gesucht. Neutralisierung fehlgeschlagen. Steigerung der Zauberkraft fehlgeschlagen. Steigerung fehlgeschlagen. Steigerung fehlgeschlagen. Steigerung fehlgeschlagen. Steigerung fehlgeschlagen. Also wir haben ja jetzt hier verschiedene Perlen aktiviert. Oh, das hat mich jetzt verwirrt, dass es weiß geschrieben war. Wir haben ja verschiedene Perlen, wie gesagt, aktiviert oder gemacht. Dadurch können diese Attacken, die er sich gesteigert hätte, also Magie, Zauber, HP, was weiß ich, konnten jetzt alle nicht gesteigert werden und somit ist er dann nicht mehr ganz so stark. Ich denke mal, er wird trotzdem noch ein guter Gegner sein, aber wir schauen mal, was wir jetzt hier machen können. Ich werde natürlich alles raushauen, was ich habe. Ich habe keinen Bock darauf, dass ich mir sage, huch, der ist ja gar nicht mehr so stark und dann gehe ich drauf oder so. Das muss nicht sein. Mal gucken, das war gerade Atmos, glaube ich. Oder Atomos, ich sehe hier Atomos, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat es leider nichts gebracht, deswegen greifen wir mal ganz normal an. Ja, Atmos war es. Okay, dann machen wir mal Ramu. Es ist ja nicht so, dass jede Bestie fehlschlägt. Es ist jetzt nur so gewesen, dass diese spezielle Wirkung, die Atmos wahrscheinlich hervorruft, nicht funktioniert hat. Oh, Reflex ist nicht gut. Moment, da gibt es doch bestimmt eine Möglichkeit, was ich machen kann, damit es nicht mehr so schlimm ist. Es ist ein Stonehenge. Okay. Habe ich denn Selbstreflex? Muss ich gleich mal gucken. ...6.292. Wow. Das war eine ganz schöne Menge. Mit Vivi werde ich mal noch gerade warten mit dem Angreifen, weil ich erstmal schauen will, ob sie Reflex hat. Wobei, so wie es aussieht, lohnt es sich ja schon fast gar nicht mehr. Na, geh mal auf Vivi. Okay. Jetzt kann nämlich er, dadurch, dass er jetzt Reflex hat, machen wir mal Blitz am besten, kann er auf sich selbst zaubern. Jetzt muss ich natürlich auch ihn erwischen. So. Das passt. Und die anderen greifen jetzt ganz normal an. Dadurch wird das nämlich von ihm zurückgeschleudert und auf den Gegner selbst draufgeschleudert. Das passt eigentlich ganz gut. So, sie macht auf jeden Fall... Hubala, habe ich jetzt Verteidigung gemacht? Ah, nee, doch nicht. Verteidigungssysteme herunterfahren. Was passiert jetzt? Ist er jetzt hinüber? Ernsthaft? Das muss Ramu gewesen sein. Das war ja so derb. Aber er sieht mir nicht so tot aus. Oder hat er nur einen absolut krassen Abgang? Da kommt doch noch was, oder?
Nein, wir haben es geschafft. Ist ja interessant. Ja, wir haben den Gegner besiegt. Das war der Mechalit. Und wir bekommen 11 HP dafür. So, Ether Elixier. Bla bla. Wow, ich habe mir schlimmer vorgestellt. Ging eigentlich. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir die Kerzen anzünden können. Und irgendwie leuchtet diese Plattform jetzt gerade. Das ist wie ein Teleporter. Mhm. Zur selben Zeit. Endlich wieder zurück. Aber keine Zeit für eine Pause. Ich muss die schnell anderen daraus... Muss schnell die anderen daraus holen. Oh, verlesen irgendwie. Was sagt denn der Gute hier? Mir wurde gesagt, ich soll hier keinen durchlassen. Okay. Mach deine Arbeit. Hauptsache, du kriegst Geld für. Oder so ähnlich. Ich werde jetzt erstmal ganz kurz die Abilities angucken. Also Freya hat jetzt gerade Autopotion benutzt. Keine Ahnung, was mich getrieben hat, das anzulegen. Autopotion, weg damit. Sag ja nicht, die anderen haben das auch. Moment, da. Autopotion, Autopotion, Autopotion. Ja, wieso? Wahrscheinlich musste das irgendwie gemacht werden beim letzten Mal. Hier habe ich es zum Glück nicht gemacht. Und bei ihr? Sie hat es auch. Lieber ablegen, das ist nicht so meins. Gut, dann schauen wir weiter. Wir müssen ja jetzt zu Kuya gehen oder beziehungsweise unsere Freunde retten. Hätte ich da auf das Portal gehen müssen? Obwohl, nee, da komme ich ja jetzt nur von hier hin. Hm. Gut. Also ich bin momentan nebenbei für mich, also es gibt selten, dass ich mal für mich ein Spiel spiele, weil ich ja meistens durch das Let's Playen gar nicht so die Zeit habe, auch separat noch was zu spielen. Aber ich bin momentan dabei, Final Fantasy 3 zu spielen und ich kann es echt nur weiterempfehlen. Also diese DS-Version, die habe ich aber auf dem Handy. Hä? Wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir schon wieder woanders gelandet. Willkommen zurück. Mein Gemach ist gleich hinter der Tür. Aber Zidane, nur du allein darfst eintreten. Ich erwarte dich. Zidane, das stinkt gewaltig. Du darfst Kuya auf keinen Fall glauben. Ja, ich pass auf. Ich pass schon auf. Wartet ihr so lange hier? No, ich will nicht, ich will nicht. Was ist denn hier? Da kann ich gar nichts machen. Okay. Erzählen die mir noch was? Kuya führt bestimmt wieder was im Schilde. Man kann ihm einfach nicht trauen, Mampf. Gib ja acht. Ja, ist ja gut. Hm. Ich weiß nicht so recht. Ich habe das Gefühl, hier könnte was liegen. Nee, doch nicht. Sah jetzt gerade komisch aus. Okay, hier liegt anscheinend nichts. Dann gehen wir mal rein in seine Gemächer. Nur hereinspaziert. Oh mein Gott, mal sehen, was er jetzt mit uns vorhat. Du glaubst ja gar nicht, wie froh ich bin, dich wiederzusehen, Zidane. Wie geht's meinen Freunden? Sachte, sachte, nur nichts überstürzen. Aber überzeuge dich selbst. Hä? Sei unbesorgt. Sie träumen bestimmt etwas Süßes. Die waren doch gerade eben noch in diesem... Sind die dahin teleportiert worden, oder was? Hm. Ich hoffe, du hast auch deinen Teil zur Abmachung erfüllt. Überreiche mir den Gurukstein. Hoffentlich schafft es sie da noch allein. Und hoffentlich geht es auch den anderen gut. Oh, komm nicht auf die Idee, die jetzt alleine suchen zu gehen. Ah, sehr schön. Wo ist Zidane? Er ist alleine zu Kuya gegangen. Aber wo kommt ihr denn her? Warte mal, sind das dann doch nicht die gewesen da? Mit Verlaub, wir haben nicht die Zeit für lange Erklärungen. Es gilt als erstes Zidane aufzuhalten. Da waren das wahrscheinlich nur Täuschungen oder sowas.
damit halt Zidane seine Abmachung einhält und den Kuckuckstein übergibt. Na klar. Wow! Hey, was soll denn das? Oh je. Das kann nichts Gutes heißen. Wieso musste sie auch als letztes gehen? Ich hoffe, du hast auch deinen Teil der Abmachung erfüllt. Überreiche mir den Guruk-Stein. Was bist du eigentlich für ein hinterhältiges Schwein? Deine Worte langweilen mich nur. Willst du mir den Stein nun endlich geben oder nicht? Nicht hergeben, Zidane! Aber, hä? Und wer sind denn die da unten? Du Dummkopf. Die da unten sind nur Trugbilder. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Was soll das wieder heißen? Ah, Hilfe! Eiko, ich eile dir zu Hilfe. Quack! Was quackt mich da an, frage ich. Nimm das, du Viech, sage ich. Irks. Quack, quack. Das war wohl nix. Hä? Eigentlich wollte ich zum Dank für dieses nette Geschenk dich und alle deine Freunde beseitigen, aber jetzt werde ich erstmal mit dem Stein und dem Kleinen vorlieb nehmen. Und der Kleinen. Ich hoffe, man hat bald mal wieder das Vergnügen. No, und jetzt? Verdammter Mist, keine Reaktion. Er will mit der Hildegard 1 fliehen. Los, nichts wie hinterher. Das heißt, den ganzen Weg wieder zurück. Ah ja, weil Aiko jetzt weg ist, muss ich jemand anderen mitnehmen. Dann nehme ich natürlich Steiner mit, weil Steiner ziemlich schwach ist. Oh shit, nein. Ich habe keine Heilung. Ich brauche Heilung, ich brauche Heilung. Verdammt. Ich habe nicht dran gedacht. Ich habe niemanden zum Heilen dabei. Oh no. Ich denke, es geht auch ohne Heilung. Die Gegner sind jetzt nicht ganz so stark. Ich kann, denke ich mal, demnächst auch bald wieder die Charaktere wechseln. Also ich denke nicht, dass wir irgendeinen schweren Kampf bis jetzt wieder haben, bis es wieder so weit ist. Kuya will ja mit der Hildegard 1 flüchten. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder zurück zu diesem Portal oder was auch immer, wo wir vor uns hin sind, weil dort ja auch die Hildegard ist. Ach nee, warte mal, jetzt sind wir hier. Und nun? Muss ich von hier jetzt den ganzen Weg zurück, oder was? Eieiei. Na gut. Müssen wir das halt machen. Hä? Geh da rein. Chocobo. Nein, Mokri meine ich. Wir werden mal speichern. Ich speichere, Kupo. Gut, dann hätten wir das nämlich gemacht, weil wir haben ja jetzt den Bosskampf geschafft und so weiter. Da will ich jetzt natürlich nicht da irgendwie vielleicht nochmal failen und nochmal laden müssen und alles nochmal machen müssen und so. Das ist nicht so ganz so schön. Gut, dann gucken wir mal weiter. Der Ausgang müsste, glaube ich, hier... Nee, hier nicht. Oh. Ja, wie war das nun? Wie kamen wir denn jetzt hier zurück? Ich bin etwas verwirrt gerade. Ach so, nee, Moment mal. Hier kann ich durch, oder? Das müsste der Weg sein. Oder? Oh mein Gott, keine Ahnung. Oh, das war falsch. Nochmal nach unten. Aha. Ah, irgendwie kommt es mir bekannt vor, ja. Ich glaube, das war der Eingang. Nee, hier nicht. Gut, dann gehen wir jetzt hier links lang. Da war das, glaube ich, wo wir herkamen. Ja. Und von hier müssen wir, glaube ich, hier rein. Oder raus. Gut, ich werde jetzt aber an der Stelle erstmal den Part beenden. Ich habe dummerweise nicht so recht meine Uhr angeschaut. Ich denke aber mal, dass wir jetzt circa bei 15 Minuten sind. Und wie es jetzt hier weitergeht, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Also bis dann. Ciao.